Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich wieder ein Haul für euch. Einen kleinen Haul. Ich muss ja meine Haare waschen. Die sind richtig struppelig heute. Wie nachdem, ich habe das neue T-Shirt an von New Yorker, von Köln. Genau. Und zwar war ich mit meinem Mann kurz im Action gewesen, gerade eben. Und im Rossmann. Und wir waren tanken gewesen. Genau. Also, im Action, da habe ich auch diese Beefy in diesem Teigmantel. Da sind sie, also zwei Stück. Also in einer Packung sind zwei Stück drin. Genau, für 1,29. Ja, genau. Habe ich mitgenommen. Die habe ich aber im Auto schon gegessen, weil ich Hunger hatte. Und ich habe, also ich koche heute Mittag nichts, deswegen habe ich das als kleiner Ersatz gegessen. Genau. Deswegen kann ich die euch jetzt gerade nicht zeigen. Und dann habe ich die hier entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob die neu sind, aber wir haben die schon mal aufgemacht und probiert. Von Fundiz. Diese, ja, Schoko Crunch mit Haselnussfüllung. Da sind jeweils fünf Stück drin. Die sind so einzeln verpackt wie die Pieno. Genau. Richtig. Dann, wie gesagt, im Rossmann. Da habe ich von Dumol Hygienespüle Universal mitgenommen. Wäschedesinfektion. Kriegt man 17 Waschmaschinen raus. Beseitigt 99,9% der Bakterien sowie Pilze und spezielle Viren. Hygienisch reine Wäsche ab 20 Grad. Ideal für Handtücher, Sportkleidung, Unterwäsche, Bettwäsche und viele mehr. 1,5 Liter sind da drin. Die hier riecht auch ganz frisch. Dann habe ich mir auch wieder von Domol meinen Weichspüler geholt. Mysteriös Flower. Da kriegt man 35 Maschinen raus. Extra langanhaltendes Dufterlebnis. Anti-Peeling-Effekt. Ja. Ein Liter sind da drin. Ein Liter sind da drin. Die zeige ich euch ja auch immer und ständig. Brauchen wir immer. Mein Mann hat sich noch zweimal diese Jumjum-Nudeln geholt mit, also die vegetarische, die grünen, die ich euch auch schon mal gezeigt habe in dem Haul. Die kann ich euch auch noch zeigen, weil mein Mann hat sich, macht sich die gerade für heute Mittag. So. Dann im Rossmann, da habe ich mir von Rival Loves Me einmal diese Concealer-Palette mitgenommen. Grün ist kaschiert Rötungen, dann dieses, ja, Hautfarbe-mäßige, versteckt Augenringe. Dann haben wir hier deckt professionell und setze Highlights. Genau, es sind 6 Gramm drin, ist vegan. Die professionelle 4 Farbtöne optimieren den Tan perfekt. Grün neutralisiert Rötungen, beige deckt Hautunreinheiten ab. Rosa zaubert Augenringe und dunkle Schatten weg. Und Transparenzschimmer setzt Highlights. Genau, und zwar rede ich von dieser Palette hier. Die wollte ich mal ausprobieren. Hat auch einen kleinen Pinselchen drin. Genau, da hinten könnt ihr es auch lesen. Genau, die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die soll sehr gut sein. Die kam für, ich meine, 1,99 €. Genau. Das hier war 99 Cent und das hier 1,69 €. Genau. Wie teuer hier die jetzt im Action war, das weiß ich nicht. Die Jumjums kosten 22 Cent, wenn ihr das genau wissen wollt. Ich meine, die hier waren für 96 Cent gewesen. Genau. So, und dann habe ich mir noch einmal von Isana Feuchtigkeitsaugenmaske mitgeholt. Soforteffekt. Na, was ist denn hier? Soforteffekt, glättet feine Linien, kühlender frische Kehlkühlerin und Grünteeextrakt, jeder Hauttyp, Rezeptur ohne Mikroplastik, ist vegan. Die habe ich euch schon mal gezeigt, auch in meinem Aufgebraucht-Video. Die fand ich sehr gut, deswegen habe ich mir die jetzt nachgekauft. Die finde ich echt sehr gut. Ich meine, die kostet 76 Cent oder 75 Cent, genau. Kam einmal die noch mit. Und dann habe ich mir mitgenommen
bei Rossmann flink und sauber. Feuchte Bodentücher, streifenfreier Glanz, dicke Tuchqualität, ideal für die Reinigung zwischendurch. 16 Tücher sind da drin. Der Duft ist Bergfrühling. Mit Spezialfarbenstruktur. Optimal nutzbar mit dem Flink und Sauber Staubwischer. Ja, ich habe ja den originalen Wischer. Ist auch sogar vegan. Ja, und zwar rede ich von denen hier. Die kamen jetzt, meine ich, für 1 Euro. Muss ich gerade mal gucken. Diese Tücher kamen mit für 1,99 €. Genau. Die wollte ich mal ausprobieren. Also die fühlen sich auch echt dick an. Die wollte ich mal ausprobieren und ich habe ja den originalen Wischer. Aber da passen die auch drauf. Die wollte ich mal ausprobieren. Deswegen kamen die einmal mit. Genau. Ach so. Kannst du euch doch eins zeigen? Genau, diese Jum-Jums meine ich. Eins hat mein Mann schon mit hochgeholt. Macht er jetzt für Mittagessen. Die sind vegetarisch. Kosten 22 Cent beim Action. Dann haben wir beim Action mitgenommen, weil mein Mann braucht eine neue Zahnbürste, weil wir tun alle 2 Monate unsere Zahnbürste wechseln. Soll man ja auch, ne? Und zwar haben wir einmal die mitgenommen. Das sind Bambus. Zahnbürste, sind 4 Stück drin. Toto Brush. Soft and Long Bristles for Effect. Ja, Clean Family Pack. Also Familienpack. Also, die sind umweltfreundlich, sind ja diese Bambusdinger drauf. Und wie gesagt, da sind 4 Stück drin. Moment, Zahnbürste, Viererpack. Mit enthaltendem Griff aus Weizenrohfaser. Weiche und lange Borsten für effektive Reinigung. Familienverpackung, Griff 30% Weizenstrohfaser. Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. Okay, gut. Und zwar rede ich von den Zahnbürsten hier. So sehen die aus. Die wollten wir mal ausprobieren. Da hat mein Mann grün und die und ich habe dann die und blau. Genau. Weil alle 2 Monate tun wir unsere Zahnbürsten wechseln, weil ja wegen Bakterien und so. Mundhygiene schreiben wir sehr, sehr groß. Das ist auch ein Muss. Und ja, genau, deswegen mein Mann hat wieder eine neue gebraucht. Dann hat mein Mann aus dem Action mitgenommen, weil er braucht auch eine neue Zahnpasta. Und zwar hat er die mitgenommen von Colgate. Da sind 100 ml drin. White Teat. Ja, die hat er sich mitgenommen. Die war für 89 Cent gewesen. Genau. Ja, die hat er sich mitgenommen, weil er braucht neue Zahnpasta. Und dann haben wir uns mitgenommen einen neuen, ja, Küchenhandtuch. Aber dieses Material hier ist echt etwas dicker. Und die kamen für 1,09 € mit diesem Angebot. Die sind 50 mal 50 cm groß. Und ja, deswegen kam auch wieder ein neues mit. Ich tue die auch immer wieder mal austauschen, die nichts sind. Die kommen dann einfach weg und kaufen einfach neue. Und dann habe ich aus dem Rossmann mir mitgenommen von Rivalos Mehl, ist auch neu. Soft und Share. Color plus Hardening Polish. In der Farbe 02 Peach Shake. Ist vegan, sind 9 ml drin. 36 Monate haltbar. Moment mal. Halb transparenter Nagellack. So, jetzt haben wir's. Mit Jojobaöl und Quarz. Ja, da kam einmal der hier mit. Ja, können wir mal gerade gucken. So sieht die Farbe aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Jo.
wollte ich mal ausprobieren, weil ich wollte nachher meine Nägel neu machen. Und es kam einmal den hier mit, der ist auch neu von Rivalos Me, Soft and Share, Color und Hardening Polish in der Farbe 03 Raspberry Shake. Ja, ist auch vegan, 9 ml, 36 Monate haltbar. Und das ist genau dasselbe, halb transparenter Nagellack mit Jojobaöl und Quarz. Und kam einmal der mit. Also es sind zwei verschiedene. Ich kann euch die mal gerade zeigen. Genau, so. Genau, und die wollte ich mal ausprobieren. Ich kann euch auch mal die Farbe gerade zeigen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Probiere ich später mal aus, auf meinen Fingernägeln und auf meine Füße. Und dann kam mit bei Action von Max & More Cosmetics Tattoo Pro Eye Pro Peel Off Gel in der Farbe 190 Blond. Genau, da sind 6,5 Gramm drin. Das habe ich mir zweimal mitgenommen. Die kamen für, ich meine, 99 Cent oder irgendwas mit, weil Tattoo Pro sind sehr gut. Und Max & More, die Marke feiere ich sowieso. Das ist für die, wie gesagt, für die Augenbrauen. Da trägt man sich ganz normal auf, dann kann man das färben. Und dann lässt man das einwirken und dann kann man das nachher so abziehen. Ja, Peel-Off-Gel, genau, kann man halt so abziehen, aber dann sind diese Härchen, sind dann eingefärbt und dann braucht man immer mit einem Augenbrauenstift nicht immer wieder nachzufahren, um sich die einzufärben. Hier steht Tattoo Pro, einfaches Peel-Off-Gel für natürlich getönte und definierte Augenbrauen. Genau, ja, erster Step, zweiter Step und dritter Step. Der erste Step ist, man trägt sich das Ganze auf. Der zweite Step ist, man tut es 20 Minuten einwirken lassen. Und der dritte Step ist, nach den 20 Minuten das Ganze abzupeelen, wie so eine Peelmaske. Genau, wird da hinten nochmal so beschrieben, wie man das macht. Wollt unbedingt mal ausprobieren, da kam für 99 Cent Max und More. Die Marke liebe ich sowieso, deswegen habe ich mir das seit zweimal mitgenommen, weil es nämlich günstig war für 99 Cent. Und das wird genauso gut funktionieren wie der Augenbrauenstift, wie die Lippenstifte, wie die Paletten und alles andere genauso. Deswegen habe ich mir direkt zweimal mitgenommen, weil mein Augenbrauenstift von Max & More, der geht bei leider wieder langsam zur Neige. Ich habe aber wieder, ich habe noch einen im Backup. Da ist auch die Farbe Blond und die habe ich auch heute drauf. Genau. Da wollte ich auch mal ausprobieren, wie das so ist. Und wenn man ein richtiges Tattoo Pro Gel kauft von den richtig teuren Marken, von Sios und Schwarzkopf und hast nicht gesehen, das ist wesentlich teurer. Da zahlt man immer 6, 7, 8 Euro oder sogar noch mehr. Und die hier tun halt genauso gut. Die sind genauso gut für 99 Cent. Die haben manchmal einen besseren Effekt, die billigeren hier, als die teuren. Deswegen kam da zweimal mit. Und dann habe ich hier das letzte Produkt. Und das habe ich schon des Öfteren bei Rossmann gesehen. Und da bin ich auch des Öfteren drumherum geschlichen. Und habe mir überlegt, ja, sollst du es jetzt mitnehmen, sollst du es nicht mitnehmen. Aber ich habe es mit so mitgenommen für 11,99 €. Ich habe auch die 10% Coupon auf den ganzen Einkauf eingelöst. Ich habe 2,28 Euro gespart. Und zwar habe ich mir von Revolution, Make-up Revolution London, habe ich mir eine Eyeshadow-Palette mitgenommen. Und zwar Weight Cannabis Sattvia Seed Oil. Also die Cannabis-Palette. Ich mache mal gerade, ich zeige sie euch. Genau, hier ist einfach nur die Umverpackung. Hier oben finde ich das gut. Tun die trotz all dem immer die Farben zeigen, welche Farben drin sind. Also ist so eine Metall-Blechdose. Aber dieser Packaging hier, boah, der lacht mich an. Und der musste einfach mit jetzt.
Da sind 18 mal 1,1 Gramm drin. Hier steht, kann man das abmachen? Ah ja, da kann man einfach so abmachen, genau. Dann die Bezeichnung da hinten. Ich mach sie mal auf. Oh. Zeig sie euch. Mache mal dieses mal hier weg. Ja, hat einen Spiegel, kann man praktisch umklappen und das sind die Farben und die, boah, die sind so geil. Vor allen Dingen die Glitzertöne hier, ey. Ohuhuhu. Dazu schminken wir mal einen Look. Und ich liebe auch diese Grüntöne und die Glitzertöne und die Brauntöne. Das fängt alles jetzt wieder an in den Tönen hier im Herbst. Und ja, deswegen die Palette musste jetzt einfach mit, bevor ich die nachher gar nicht mehr kriege. Vor allen Dingen der Spiegel ist schön groß und ja, was soll ich sagen? Deswegen die Palette musste jetzt mit. Ich kann mal gerade euch ein paar swatchen, wenn ihr wollt. Machen wir einmal Lave. Auch diese Cannabis-Prägung finde ich echt geil. Also, holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Huhu. Die ist ja mal mega gut. Dann machen wir mal Plant. Ist auch so ein Grün. Die sind butterweich. Echt, die sind echt butterweich. Wow, da freue ich mich auf jeden Fall, einen Look mit euch zu schminken. Und dann machen wir noch diesen hier, Candyland. Das ist so ein schimmrigen Ton, aber auch in Grün. Oh, der funkelt aber, ey. Wie geil. Ihr seht meine Begeisterung. Guck mal, wie das schimmert hier. Alter Schwede. Hallo Baby. Ja, super schön. Also, wie gesagt, Pigmentierung sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, wir schminken demnächst mit dieser Palette hier einen Look. Definitiv. Ich mache diese Folie wieder da dran. Dann machen wir sie mal zu. Genau, deswegen, die musste jetzt mit. Die hat mich angelacht und ich habe die schon des Öfteren da gesehen und dachte ich, oh, ich hätte die so gerne, ich hätte die so gerne. Jetzt muss ich sie mir einfach mitholen, ich konnte dran vorbeigehen. So, genau. Ja, ich werde jetzt mal hier alles verräumen. Und dann muss ich noch eine Waschmaschine anstellen. Oh, meine Haare, ich muss die unbedingt waschen gleich. Ich habe eben gerade schon eine Waschmaschine angestellt. Die Wäsche habe ich schon rausgehangen auf unseren Spindel. Ich wollte nachher noch ein Video drehen mit euch. Also ein Video drehen, abdrehen. Und zwar wollte ich da die Isana Tuchmaske Melonenliebe ausprobieren. Limitierte Edition, intensive Feuchtigkeit, Melonenextrakt und Hyaluron. Zeit für mich entspannen. Ist von Rossmann, ist wie gesagt eine limitierte, ist vegan. Die wollte ich mit euch zusammen machen. Die habe ich schon des Längeren hier und ich habe in meinem anderen Video habe ich gesehen, die soll nicht so gut sein. Die soll nicht so gut sein. Der Duft soll stinken und nicht so nach Melone riechen, wie Melone halt riecht. Und deswegen habe ich mir gedacht gehabt, die probieren wir zusammen aus und da drehen wir ein Video zu ab und ja, gucken, wie ich die dann halt finde. Genau. Und wie gesagt, ich wollte mit euch zusammen diese Nose-Stripes mit Aktivkohle und die wollte ich mit euch ausprobieren. Also wir machen dann zuerst die Maske und dann machen wir so einen Nasenstripe drauf. Oder wir machen zuerst den Nasenstripe drauf, zuerst das und dann die Maske hier. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, weil dann ist dann hier der Dreck raus und so. Ich habe zwar nicht allzu viel Dreck mehr, also eigentlich gar nicht mehr da drin. Auch hier nicht, weil ich habe das erst am Wochenende gemacht und da kam wirklich sehr, sehr viel raus. Naja,
Ich liebe die. Ich schwärme von den Dingern. Da sind leider nur drei Anwendungen drin. Und die kosten, glaube ich, 1,60 Euro, 1,70 Euro. Und für drei Anwendungen eigentlich zu teuer, aber die sind beim DM immer ausverkauft. Die sind so, so gut. Und jetzt habe ich mir ganze drei Packungen nochmal mitgenommen, gebunkert. Jetzt habe ich drei, sechs, neun Anwendungen. Mit dem hier 10 Anwendungen, weil zwei habe ich schon gemacht. Und ja, machen wir zuerst das und dann machen wir die Maske hier. Genau. So, dann muss ich, wie gesagt, noch eine Waschmaschine noch anstellen. Und ja. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Alles andere schreibe ich euch in die Infobox. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.